Heute, was geht ab, Leute? Hong hier mit Julian am Start. Servus. Es ist Zeit für die Bestrafung. Ich habe überraschenderweise das Battle Gen 1 verloren. Und wir haben uns überlegt, der Gewinner darf entscheiden, welches Pokémon er vom Verlierer Max pushen will. Ich habe gerade ein leidendes Pokémon für Julian gepusht. Und jetzt darf er hier mal schauen bei mir. Also am Anfang wollte er noch freundlich sein, hatte echt eine coole Auswahl, mit der ich hätte locker leben können, aber jetzt? Nee, jetzt keine Gnade mehr, okay. Ganz ehrlich. Xatu gefällt mir schon mal, ist aber zu hoch im Level eigentlich. Ja, der war echt hoch, ne? Ich meine, das Inkognito wäre auch cool gewesen, aber das hast du ja schon gemacht. Sportler wäre natürlich auch nice. Mein bester Freund. Boah, Alter, ich würde Kramoix eigentlich sowas von pushen. Kramoix ist ganz weit oben gerade. Okay. Das sind schon echt. Oh, Blubella. Auch nicht so krass. Oh mein Gott, ein Ariados. Das wäre auch ziemlich heftig. Radfratz und Taubos finde ich eigentlich zu langweilig. Janmar kriegt noch eine zu gute Entwicklung, als dass den wechsle. Oh, Azumarill. Nee, aber ganz ehrlich, ich nehme Kramoix. Das ist mein Lieblings-Pokémon. Und nicht mein Lieblings-Lieblings, aber ich mag es echt. Mhm. Und also 75.000 Staub sind es ja bis Level 20 ungefähr, die man bräuchte. Das heißt, ja, es macht nicht so viel aus. Dann hauen wir hier mal ordentlich auf die Kacke. Wird eine Weile dauern, bis es gewechselt ist. Ich bin gespannt, wo es rauskommt. So, ich habe die Ehre, die letzten Power-Ups zu machen. Jo. Bei diesem Kramoix. Und ja, Kramchef kommt natürlich in der vierten Generation. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ist mir dann irgendwie erst im Nachhinein aufgefallen. Mhm. Aber bis dahin hast du ein extrem leidendes. Er hätte schlimmer ausgehen können. Kramoix. Ja. Hatte zum Glück für den genug Bonbons. Bei anderen hätte ich Sonderbonbons einsetzen müssen. Ja, so ein Azumarill wäre schon auch lustig gewesen, aber vielleicht machen wir nochmal irgendwann ein Battle und vielleicht zur dritten Generation. Bis dahin 1372er Kramoix auf deiner Seite. Geht schlimmer. Kannst du ja mal einen Lugia Raid damit machen oder so. Ich habe keine Ahnung, was die da vorhaben, aber check Julians Channel ab. Da seht ihr auch die Bestrafung von mir oder von ihm, keine Ahnung. Von mir an ihn, sagen wir so, genau. Und natürlich die zwei Challenges. Aber ansonsten war's das. Immer liken, subscriben, kommentieren, check bei Julian ab und leidet nicht. Auf keinen Fall. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao. So, das war's. Shoutout an Julian. Wie gesagt, Challenge war richtig lustig und er ist echt ein korrekter Typ. Schaut auf seinen Kanal.
für die Challenge und auch für die Bestrafung. Wenn ihr wissen wollt, was ich gemaxt habe, jetzt wäre echt so der perfekte Moment für diesen lilanen Teufelsmiley bei WhatsApp. Das war schon gemeint von mir. Aber, wieso nicht? Aber auf jeden Fall, wie gesagt, checkt Julian ab und schaut euch die Challenge nochmal an. Ich muss Klamurks maxen. Hat wehgetan, aber nicht allzu sehr. Es hätte auf jeden Fall viel schlimmer ausgehen können. Weil bei dem habe ich ja genug Bonbons. Bei anderen hätte ich Sonderbonbons einsetzen müssen. Aber staubtechnisch bin ich immer noch über der 5 Mille geblieben. Also das hat echt nicht so hart gejuckt. Aber das war's. Hat Spaß gemacht. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.